denn neue Saison geht los für Sie. Und klar, in dieser Spielzeit wollen Sie mehr. Zuletzt die Klasse gehalten. Und dann ist ja klar, jetzt orientierst du dich wieder weiter nach oben. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. G. G. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Das wird gefährlich. Wichtig, den Ball hat er sicher. Sie kommen jetzt über außen. Ja, guter Pass. Jetzt die Möglichkeit. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Unnötiger Ballverlust. Sie holen sich den Ball. Und das ist der Ballverlust. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Und jetzt haben sie den Ball. G. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da muss er flanken. Gute Aktion, da ist die Flanke. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Klasse Technik. G. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Das ist ein Foul, Freistoß. Fängt diesen Ball ab. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Guter Pass. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Super Aktion, gut geklärt. Den will er mit Gefühl machen. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Entschlossen geklärt. Er spielt den Pass auf den Flügel.
gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Da ist die Flanke. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Klasse Zuspiel. So, Situation bereinigt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Gut aufgepasst, das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit geworden. Sie haben Platz. Dick wäre da toll. Stark vom Verteidiger. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Ballverlust. Könnte eine Gelegenheit werden. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Sie kommen jetzt über außen. Ja, schwacher Ball hier. 0-0 zur Pause bisher. Es geht weiter in dieser Partie. Bisher haben wir noch nicht so viel gesehen. Vor allen Dingen zu wenig Torraumszenen. Ja, bei beiden ging da bisher überhaupt nichts zusammen. Ich bin gespannt, welcher Trainer da in der Pause jetzt die passenden Worte gefunden hat. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Guter Ball nach draußen. Jetzt die Flanke. Flanke bleibt hängen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er war noch dran, gibt Ecke. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Kurze Ecke. Abstoß, Ball war draußen. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Und jetzt haben sie den Ball. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Den Ball kann er klären. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren.
Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Möglichkeit zu flanken. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Das war Foul, da muss er Freistoß geben. Er überzeugt heute als Passgeber. G. Ja, guter Pass. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Gut gemacht auf der Außenbahn. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Den Ball spielt er raus. Gute Aktion. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Gut geklärt, das war wichtig. Sie kommen jetzt über außen. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Schöne Aktion. Da ist die Hereingabe. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Bei diesem Alu-Treffer ein berechtigter Freistoß. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Da ist Platz. Schöne Bewegung. Guter, macht er ihn. Ein torarmes Spiel hier bisher. Aber jetzt dürfen die Fans hier endlich mal einen Treffer bejubeln. Lang, lang hat es gedauert. Und vielleicht verändert das ja dieses Spiel. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hin. Ballverlust. Tolles Zuspiel. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Jetzt sind sie am Ball. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke.
Oh, klasse, den spielt er mit der Hacke. Super dazwischen gegangen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Rückpass zum Torwart. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Klasse Einstieg in diese Spielzeit. Sie haben sich gleich die ersten 3 Punkte geholt. So weitermachen, dann können Sie einiges packen.
schon richtig gut. Toller Saisonauftakt mit 3 Punkten. Und wenn sie heute nachlegen, dann könnte das eine richtig gute Saison werden. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Groß. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Vielleicht die Führung jetzt. Und drin ist der Ball. Boah, wichtiges Tor, ganz wichtiges Tor. Die Führung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. G. Gutes Tackling. Den spielt er in den Lauf. Oh, wieder Tor. Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor und dann klingelt es gleich wieder. Ein richtiger Nackenschlag, 2 Tore in so kurzer Zeit. Das 2:0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Vermaelen. Da holt er den Ball zurück. G. Und jetzt der Rückpass. Klasse Aktion, Ball ist weg. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Pass auf die Außenbahn. Weg ist der Ball. Der Freistoß, klare Sache. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte gefährlich werden. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Sehr gut, der Unparteiische spricht zunächst mit ihm, so muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Jetzt haben sie den Ball verloren. Super Aktion, tolle Technik. Erstmal rausgeforstet. Und jetzt ist der Ball geklärt. Den spielt er wieder zurück. Vermaelen. Und jetzt der Schuss. Weiter gefährlich. Und er gewinnt den Zweikampf. Leverkusens Fans machen sich bemerkbar. Viel Druck. Jetzt kommt der Schuss. Noch ist die Chance da. Sie haben den Ball. Erstmal durchatmen. Aber die Parade eben, die war sensationell.
ich glaube, und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Klasse Pass jetzt. Kommen Sie noch mal ran. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Vermaelen. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Schöne Aktion. Und das ist der Ballverlust. Vermaelen. Ballverlust. Gute Flanke. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal. Und jetzt die Chance. Was für ein Tor! Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann in 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Da kann er sich den Ball holen. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Wieder treffen sie. Das ist eine Demonstration. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Und damit ist der Ball weg. Und jetzt die Chance. Und da klingelt es im Kasten. Den macht er mit Technik ganz überlegt ins Tor. Das Ding macht er mit ganz viel Gefühl. Klasse. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Vermaelen. Und sie waren klar überlegen in der ersten Hälfte. Folgerichtig steht es hier. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie nochmal ins Spiel zurückkommen. G. Ja, passt auf. Vermaelen. Wird das seine Torchance? Macht er ihn? Dieses Mal trifft er nicht. Er wird es verschmerzen können. Doppelpack hat er schon. Und wenn es so weitergeht, macht er auch noch sein drittes. Schöner Steilpass. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Groß. Klasse Zuspiel. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Und das gibt Eckball.
kurze Ecke. Da ist die Flanke. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Und das ist der Ballverlust. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da ist der Ball weg. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Könnte was werden. Was für eine Parade! Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klapp. Jetzt vielleicht. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Klasse Aktion. Gute Aktion. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Schöner Pass. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne eine Wiederholung nochmal anschauen. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Super Trick, er kommt vorbei. Schöne Flanke. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Elfmeter, ganz klar. Gute Chance, klar. Gefährlich. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Guter Pass. Gute Chance. Schöne Aktion. Da ist die Szene vorbei. G. Klasse Aktion, Ball ist weg. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Vermaelen. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Sie holen sich den Ball. Da ist jetzt Platz. G. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Vermaelen.
Und jetzt die Chance. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Ecke wird kurz ausgeführt. Ganz klar, da muss man Elfmeter geben. Bittere Nummer ist ja nicht der erste heute. Das hat er erwartungsgemäß erledigt. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau nicht selbstverständlich. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Das Spiel hier läuft genau so ab, wie wir es alle im Vorfeld erwartet haben. Ja, große Überraschung wird es hier nicht mehr geben. Zu eindeutig die Führung, zu eindeutig die Überlegenheit. Wird das eine Torchance? Und jetzt ein Schuss. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Kurze Ecke. Vorteil. Das ist die Chance zur Flanke. Freischussentscheidung korrekt. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie raus machen? Schlägt den Ball rein. Jetzt vielleicht. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war's. Das war's. Niederlage. Ich weiß nicht, ob heute mehr drin war. Es hat eben am Ende nicht gereicht.
Heute wollen sie unbedingt punkten. Das merkt man den Spielern an. Ist ja auch klar. Nach der Niederlage zuletzt muss mehr kommen. Hereingabe jetzt. Und die Chance, aber nein, er geht abseits. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Klasse gespielt, guter Steilpass. Super Pass. Fällt das Tor? Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Klasse Zuspiel. Und die Flanke. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Da wäre Platz für den Kopf. Guter Pass. Gute Chance. Und jetzt der Schuss. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Muschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gerrard. Jetzt sind sie am Ball. Guter Pass jetzt. Ist es das? Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassekeeper. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Gerrard. G. Jetzt in der Anspielstation. Er zieht ab. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. G. Jetzt ist die Kugel weg. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. G. Gut gemacht da auf der Außenbahn. Jetzt müssen sie aufpassen bei dieser Ecke. Die Ecke mal als Variante. Jetzt schießt er. Könnte der Ausgleich sein. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Der Ball auf außen wird abgefangen. Und er schießt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Ballverlust. Da zieht er ab. Und da ist das Tor. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Da kommt die Hereingabe. Flanke bleibt hängen. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke.
Da kommt die Ecke. Köpft den, geht er rein. Super Aktion, gut geklärt. Und er pfeift, Freistoß. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie daraus machen? Ball kommt in den 16er. Jetzt vielleicht. Guter Schuss und das wäre fast ein Tor geworden. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Schönes Zuspiel. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Er zieht ab. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Gut gespielt. Ball geht nach außen. G. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Schöner Pass. Kommt jetzt die Flanke und es gibt Abstoß. Da gibt er zurecht, Freistoß. Sie kommen jetzt über außen. Hereingabe jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Flanke jetzt. Erstmal rausgeforstet. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Und keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Sie kommen über den Flügel. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Können Sie verkürzen? Der Pass. Nichts zu halten hier. Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. 3:2 also, da ist alles drin. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt, 3 Minuten. Agüero. Rossi. G. Ärgerlich, Ballverlust. Da kommt der Pass. Jetzt die Flanke. Entschlossen geklärt. So, 3:2 der Pausenstand und da dürften alle im Stadion schon mal richtig zufrieden sein. Naja, vielleicht außer den Trainern. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Schwache Aktion, Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da schießt er. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber.
Gerrard. Den Ball kann er abfangen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Guter Pass. Gute Chance. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Er überzeugt. Schöne Aktion. Und er pfeift. Freistoß. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Ball kommt rein. Da können sie erstmal klären. Jetzt gibt's einen Einwurf. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. G. Und nun ein Schuss. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. G. Weg ist der Ball. Einwurf, der Ball war draußen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Es gibt Vorteil, jetzt kann er flanken. Er gibt das Foul und Freistoß. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Gute Chance. Er versucht es einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie bieten sich an. Sehr gutes Abspiel. Jetzt, er zieht ab. Phänomenal! Ohne Worte! Ein unglaubliches Comeback. Drei Tore aufgeholt. Die Partie ist wieder völlig offen. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Flanke jetzt. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, wie man hier nochmal deutlich erkennen kann. Das gibt Einwurf. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug. Und er schießt. Und da ist das Tor. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Kein Spiel für die Torhüter heute. Defensiv stehen beide Teams nicht gut. Und in der Folge sehen wir hier viele Tore. Jetzt wird's gefährlich. Da kann er ihn stoppen. G. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen.
Gerrard. Super dazwischen gegangen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Da ist die Flanke. Und da klingelt es im Kasten. Gut gespielt und dann war er frei genug, um die Flanke bringen zu können. Ein schön herausgespielter Treffer. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Schuss und Tor! Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. G. Agüero. Klasse Pass. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Oh, das wäre eine richtig gute Gelegenheit geworden. Ja, aber der Verteidiger macht das gut und geht da vernünftig dazwischen. G. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Spielt den Ball kurz. Entschlossen geklärt. Könnte die Führung werden. Und da kann er klären. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Klasse Zuspiel. Spielt den Ball in den freien Raum. Jetzt der Schuss. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Was für eine Parade. Super Aktion und er bewahrt sie vor dem Rückstand. Da bekommt er Unterstützung. Da ist die Flanke. Oh, da trifft er die Latte. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Fast die späte Führung gerade, aber nur Alu getroffen. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Ja, die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Jetzt kommt der Schuss. Macht er ihn. Das ist natürlich harmlos. Das war's.
Bis jetzt eine durchaus zufriedenstellende Saison für Sie. Angesichts der bisherigen Leistung denke ich, dass Sie den Klassenerhalt schaffen können. Pass zurück zum Torhüter. Das könnte die Führung geben. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Balotelli. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Aktion. Weg ist der Ball. Balotelli. Klasse Pass. Toller Pass. Gute Idee, dieser Ball. Ballverlust. Gute Gelegenheit. Er zieht ab. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Gute Aktion. Und da ist der Ball wieder weg. Gutes Pressing jetzt. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Spielt er den Ball in den Strafraum? Sehr guter Einsatz. Balotelli. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Er passt ihn auf den Flügel. Können Sie jetzt klären? Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Den Ball kann er abfangen. Da kommt der Pass. Gefährlich! Balotelli! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. G. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Er versucht's. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten, da waren sie doch noch zur Stelle. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt vielleicht. Und Tor! Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Fängt diesen Ball ab.
Gut gespielt. Ball geht nach außen. Sie bekommen eine Ecke. Die kurze Variante. Und er gibt ihn. Er gibt den Elfmeter. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Balotelli. Suarez. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Da passt er auf und geht dazwischen. Das ist ein Foul, Freistoß. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Wird's jetzt gefährlich? Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da gewinnt er den Zweikampf. Klasse Pass. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Klasse Ball gewinnen, vielleicht machen sie jetzt was draus. Ballbesitz jetzt nach diesem Einsatz. Balotelli. G. Die erste Hälfte war klasse. 3:1 steht's. Es gab einige Torraumszenen, darf gerne so weitergehen. Wie fällt dein Halbzeitfazit aus, Buschi? Ja, wirklich überraschend ist der Spielstand hier nicht. Die Favoriten führen, das konnte man so erwarten. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Da kommt der Pass auf außen. Jetzt hat er Platz. Jetzt muss er flanken. Gute Aktion. Bremst erstmal ab. Lassen den Ball laufen. Aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren.
ganz einfach an den Ball gekommen. Balotelli. Und da ist der Ball wieder weg. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Ballverlust. Suarez. Gut den Ball verteidigt. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Da kann er ihn stoppen. Balotelli. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Er spielt den Pass auf den Flügel. Da ist die Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt wird es Ecke geben. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Toller Pass. Klasse. Jetzt der Schuss. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. G. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Er gibt das Foul und Freistoß. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Balotelli. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen können.
Chance vertan. Die Kugel ist weg. Da entscheidet er auch faul. Es gibt Freistoß. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Ball kommt in den 16er. Zu früh gestartet. Es gibt Abseits. Fängt diesen Ball ab. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt ist die Kugel weg. Schwache Aktion, Ballverlust. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Herz muss aufpassen. Und jetzt ist der Ball gleich wieder weg. Vielleicht der Anschlusstreffer. So.